28. Spieltag in der Kreisliga Ostholstein. Die SVG Pönitz empfängt im vorletzten Heimspiel den MTV Arnsböck. Für die Pönitzer geht es in diesem Spiel vor allem darum, die 6:0 Hinspielschlappe aus den Köpfen zu streichen und sich für das deutliche Ergebnis zu revanchieren. Arnsböck in der ersten Hälfte von links nach rechts in den rot-blauen Trikots. Wir springen rein in die dritte Spielminute. Patrick Stiege mit einem lassen Rückpass auf Rico Machon, der kommt nicht richtig hinterm Ball auf Niklas Rütte, der versucht den Ball lang zu schlagen, aber Pönitz mit einem starken Pressing den Stürmer Wilken erobern kann, den Ball gegen Niklas Rütte mit einer flachen Hereingabe und da steht Siemen und staubt zum 1:0 ab. In der dritten Minute Blitzstart für die Gäste aus Arnsböck, die bereits nach 3 Minuten 1:0 in der Führung gehen im Sportpark in Pönitz. Wir springen rein in die 18. Spielminute. Niklas Rüttel mit einem guten langen Ball und plötzlich Sebastian Ballschuss frei vom Tor kann abzielen und erzielt das 1:1 in der 18. Minute nach einem wirklich sehr, sehr guten langen Pass von Niklas Rüttel aus dem Fußgelenk in den Lauf von Sebastian Ballschuss, der dann plötzlich frei ist und aus rund 16 Metern Jonas Kaminski, der den Torhüter vom MTV Arnsböck überwinden kann und so in der 18. Minute gleich 16 Minuten nach dem 1:0 von Arnsböck ausgleichen kann. Wir gehen rein in die 26. Spielminute. Arnsböck mit einem sehr guten Angriff und schnellen Konterfußball mit einem guten Pass in Rückraum und da steht es 1:2. Bernier in der 26. Minute schießt die Gäste aus Arnsböck wieder mit einem sehenswerten Gesamtangriff in Führung. Wir springen gleich weiter, direkt im Anschluss, 30 Sekunden nach dem Führungstreffer bereits von Arnsböck, entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter. Luca Weber tritt an und kann den Ball von ihm aus seiner Perspektive aus locker rechts oben versenken zum 2:2 nach. Wir springen rein in die 39. Minute. Langer Einwurf von Joel Denker und dort ist Tom Seger am 5-Meter Strafraum und köpft den Ball zum 3:2 für die SVG Pönitz ein. Der Ball wurde nicht wie zuerst angenommen von Luca Weber verlängert, sondern von einem Arnsböcker Spieler. Und die SVG Pönitz dreht das Spiel innerhalb von 12 Minuten von 1:2 auf 3:2. Aber noch sind ja noch ein paar Minuten zu spielen und Arnsböck wieder mit einem guten Konterfußball, wieder mit einer flachen Reingabe und wirklich sozusagen, das ist schon das dritte Tor, das die Arnsböcker so mit guten Hereingaben in die Mitte erzielen und Schuld in der 44. Minute macht das 3:3 in einer wirklich aufregenden ersten Halbzeit mit 6 Toren. Wir springen rein in die zweite Halbzeit. Pönitz jetzt von links nach rechts, wie gewohnt in den weißen Trikots. Guter Pass von Captain Mocho auf Luca Weber, der ist wieder frei durch, zuerst an Pfosten und dann Nachschuss macht er das 4:3 in der 72. Minute. Die Weber-Weber-Kombination Johannes Weber auf Luca Weber endet mit der erneuten Führung für die SVG Pönitz in der 72. Minute. Wir springen rein schon in die 93. Minute. Nochmal ein langer Ball von Dustin Brede auf Luca Weber, der wieder an der richtigen Stelle steht im 5-Meter-Raum und köpft den Ball zum 5:3 rein. Luca Weber heute überragender Mann des Tages mit 3 Treffern. Es läuft die 93. Spielminute und dann ist auch endlich Abpfiff. Die SVG Pönitz kann ihren Negativtrend von zuletzt 5 Spielen und 5 Niederlagen stoppen und endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Und mit einem etwas Glück und Hoffnung und bei Patzern der Konkurrenz kann man vielleicht doch noch einen Wort beim Aufstieg mitreden.